Liebe Genossen, liebe Freunde, ich begrüße euch sehr herzlich zu der Wahlkampfveranstaltung der Partei für soziale Gleichheit hier in Berlin zum Thema Revolution und Konterrevolution in Ägypten, die politischen Lehren. Es ist zum ersten Mal, dass wir eine solche Wahlkampfveranstaltung als internationale Online-Veranstaltung durchführen und von vielen Freunden im In- und Ausland diese Veranstaltung verfolgt wird. Ich habe gerade gehört, dass es über 100 Teilnehmer gibt, Hosts. Wenn wir davon ausgehen, dass an manchen Computern nicht nur einer, sondern ganze Gruppen sitzen, dann haben wir hier eine ziemlich große Zuhörerschaft. Ich begrüße also alle in Europa, den USA, in Australien, Sri Lanka oder sonst wo, die vor ihren Bildschirmen sitzen und diese Veranstaltung miterleben. Welcome to Berlin. Und ich begrüße natürlich unseren Referenten heute Nachmittag, Genossen Johannes Stern. Alle, die die World Socialist Website lesen, und ich gehe mal davon aus, das sind die große Mehrheit hier im Saal, kennen natürlich Johannes. Er ist derjenige, der von Anfang an, quasi vom ersten Tag an des Massenaufstands in Ägypten für die World Socialist Website berichtet hat, der in der Zwischenzeit viele Reportagen, viele Kommentare und viele Analysen geschrieben hat, um die Ereignisse in Ägypten zu analysieren und dem Lesern der World Socialist Website zu erklären. Lieber Johannes, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und wir freuen uns sehr auf den Vortrag. Warum Ägypten? Wir wurden mehrmals gefragt, warum wir die erste Veranstaltung, die wir organisieren, zum Auftakt der heißen Phase des Wahlkampfs mit den Ereignissen in Ägypten beginnen. Nun, die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Die Ereignisse in Ägypten sind von größter internationaler Bedeutung. Sie haben unmittelbar Auswirkungen auf die Politik in jedem Land und sie beinhalten außerordentlich wichtige politische Erfahrungen für die Arbeiterklasse international, für die Arbeiterklasse in jedem Land. Hier im Wahlkampf wird gegenwärtig alles Mögliche diskutiert, was politisch nebensächlich ist. Es gibt in den Medien und in der Politik eine regelrechte Valium-Kampagne, die darauf ausgerichtet ist, die Bevölkerung einzulullen und für dumm zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das Vergnügen hattet, gestern die Bild-Zeitung und den Spiegel zu verfolgen, die getitelt haben, Wahlkampf vor Fußballstadion, Steinbrück verteidigt Anti-Hones-Kampagne der Jusos. Und dann haben sie berichtet, die Jugendorganisation der SPD will 100.000 Postkarten verteilen, die den Steuersünder Uli Hoeneß beim Händedruck mit der Kanzlerin zeigen. Union und FDP sind sehr empört. Die Bundesliga übt harsche Kritik, doch Kanzlerkandidat Steinbrück stellt sich hinter die Aktion. Das ist die wichtigste Meldung des Wahlkampfs. Nun, man könnte hunderte solcher, wie soll man sagen, Wahlkampf-Idiotien zitieren. Diese Verdummungskampagne dient dazu, die Bevölkerung ruhig zu halten, während gleichzeitig Veränderungen stattfinden, die von größter historischer Bedeutung sind und Angriffe auf die Arbeiterklasse vorbereitet werden, die alles in den Schatten stellen, was bisher gewesen ist. Wir treten mit unserem Wahlkampf genau dieser bonierten Wahlkampagne entgegen. Wir machen nicht nur die internationalen Ereignisse zum Ausgangspunkt unserer politischen Kampagne, sondern wir sprechen, wie wir das auf dieser Wahlkampfveranstaltung auch deutlich machen, zu einem internationalen Publikum. Und für uns ist diese ganze Frage der internationalen Orientierung unserer Perspektive und unserer Partei von entscheidender Bedeutung. Nun, wenn man die wirklichen Ereignisse an diesem Wochenende nimmt, dann ist es natürlich die Kriegsvorbereitung gegen Syrien.
Einflussreiche Kreise im Pentagon und in der amerikanischen Regierung drängen darauf, ein militärisches Eingreifen durchzusetzen. Und die Militärregierung in Ägypten spielt natürlich in dieser Kriegsvorbereitung gegen das syrische Assad-Regime eine ganz wichtige Rolle. Gleichzeitig findet der Krieg gegen Syrien unter anderen Bedingungen statt als der Krieg gegen den Irak vor 10 Jahren. Es hat in der Region mittlerweile eine Revolution begonnen, die bisher auch durch das Militärregime in Kairo nicht unterdrückt werden konnte. Als vor 2,5 Jahren das Mubarak-Regime gestürzt wurde, löste das in allen europäischen Regierungen einen Schock aus. Auch wenn der Diktator jetzt aus dem Gefängnis entlassen wurde, bedeutet das nicht, dass einfach wieder alles zum Anfang zurückkehrt. Es ist nicht einfach ein sogenannter Reset, ja, wo alles wieder auf, wie sagt man, Fabrikeinstellung reduziert wird. Sondern die ägyptische Revolution hat ein neues Stadium in der internationalen Entwicklung der Arbeiterklasse. Man kann mit Fug und Recht sagen, ein neues Stadium der sozialistischen Weltrevolution eingeleitet. Es hat deutlich gemacht, dass die internationale Wirtschaftskrise zu massiven Angriffen auf die Arbeiterklasse führt und dass diese Angriffe zu Widerstand führen, Widerstand hervorrufen, der revolutionäre Konsequenzen hat. Das ist der Grund, weshalb die Ereignisse in Ägypten überall in den Hinterzimmern der Politik und der Medien diskutiert werden. Ich will euch ein Beispiel geben. Wir hatten in der letzten Woche einen Interviewtermin mit dem RBB hier in Berlin. Und als wir dort im Studio eingeladen waren, das war im Rahmen dieser kleinen Parteienrunde, wir waren die erste Partei, die sie eingeladen hatte. Und ziemlich schnell, zwar nicht als erste Frage, aber ziemlich am Anfang des Interviews wurde die Frage gestellt, glauben Sie, dass ein revolutionärer Aufstand wie in Ägypten auch hier möglich ist? Und man konnte im ersten Moment überrascht sein über diese Frage. Natürlich, wir haben sofort geantwortet, ja, wir sind der Auffassung, dass solche Entwicklungen kommen. Wir sind der Auffassung, dass die enorme soziale Spaltung, die in dieser Stadt und in diesem Land bereits existiert und die Angriffe, die hier vorbereitet werden von der kommenden Regierung, massiven Widerstand und eine revolutionäre Situation auslösen werden. Noch ein Beispiel. Wer hier durch die Stadt läuft, und ich habe gehört, das ist in Deutschland im Wahlkampf jetzt in allen Städten der Fall, findet überall das zentrale Wahlplakat der Linkspartei. Mit der großen Frage, Revolution, Fragezeichen, und dann darunter Nein und kleiner, Mindestlohn, Mindestrente, Mietpreisbremse, was sie quasi aufführen, um Revolution zu verhindern. Nun, warum machen sie das? Dieses Plakat ist nicht an die Bevölkerung, an die Wähler gerichtet. Dieses Plakat ist gerichtet an die herrschende Elite, um zu sagen, wenn ihr eine Revolution unterdrücken wollt, dann braucht ihr uns. Wir sind die Experten. Wir haben vor 22 Jahren, als die große gesellschaftliche Auseinandersetzung war hier, um die Wiedereinführung des Kapitalismus im Osten, wir haben eine sozialistische Entwicklung, eine revolutionäre Machteroberung der Arbeiterklasse damals verhindert. Und damit macht die Linkspartei natürlich deutlich, dass die Rechtswendung der Pseudolinken in Ägypten ein internationales Phänomen ist. Und das ist ein wesentlicher Teil von dem Vortrag, den wir jetzt hören werden, von Genossen Johannes Stern. Ich freue mich darauf und ich glaube, er wird dann die Grundlage bieten, viele Fragen zu beantworten. Nun, lasst mich noch ein kurzes Wort sagen zu der Art der Veranstaltung. Als internationale Online-Veranstaltung ist es natürlich wichtig, dass wir ganz bestimmte Regeln einhalten. Erstmal bitte ich jeden, den Vortrag nicht zu unterbrechen und Rücksicht zu nehmen auf die internationale Übertragung. Wer Fragen hat, das gilt für die, die hier versammelt sind, aber das gilt natürlich auch für alle, die zu Hause oder im Internetcafé vor ihrem Bildschirm sitzen, wer Fragen hat, diese Fragen dann bitte einreichen. Diejenigen, die nicht hier im Saal sind,
sollten das schriftlich tun, auch nicht erst dann, wenn der Vortrag zu Ende ist und dann ein großer Ansturm beginnt, sondern bereits während dem Vortrag Fragen eintippen, die dann im Anschluss an den Vortrag hier genannt werden und beantwortet werden. Wenn es dann weiterführende Diskussionen gibt, dann kann die hier im Rahmen stattfinden und wir können auch die Diskussion dann nach der Online-Übertragung noch fortsetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ich bitte euch alle, die Handys wirklich vollständig auszuschalten, weil das sonst die Übertragung stört. Ansonsten denke ich, es ist das erste Mal, dass wir das machen. Ich bitte euch, Rücksicht zu nehmen auf diese Initiative. Ich glaube, dass wenn wir das so durchführen, wie wir es vorbereitet haben, dann beginnen wir damit ein ganz neues Stadium unter unserer internationalen Arbeit. Und ich glaube, das ist von großer Bedeutung. Vielen Dank. Es spricht Genosse Johannes. Lieber Uli, vielen Dank für die Einleitung. Ich will mich dem natürlich der Begrüßung anschließen, international. Ich begrüße alle Genossen, die zugeschaltet sind, um den Vortrag anzuhören und sich an der Diskussion zu beteiligen. Die Haftentlassung des ehemaligen ägyptischen Diktators Hosni Mubarak vor wenigen Tagen symbolisiert die konterrevolutionäre Entwicklung in Ägypten seit dem Militärputsch am 3. Juli. Am Donnerstag wurde Mubarak aus dem Tora-Gefängnis in Kairo in ein Militärkrankenhaus im Kairoer Stadtteil Ma'adi überführt. Dort wird er von Spezialeinheiten der Polizei und dem ägyptischen Militär bewacht, um ihn vor der aufgebrachten Bevölkerung zu schützen. Mehr als 2,5 Jahre nach dem Beginn der ägyptischen Revolution und dem Sturz Mubaraks versuchen die Militärmachthaber, ihren ehemaligen Führer zu rehabilitieren. Viele Vertreter des alten Regimes sind zurück in ihren Machtpositionen. Die Notstandsgesetze, mit denen Mubarak über mehr als 3 Jahrzehnte die ägyptische Bevölkerung unterdrückt hat, sind wieder in Kraft. Allein in den vergangenen Wochen wurden tausende Demonstranten vom Militär und von Sicherheitskräften getötet, schwer verletzt und willkürlich festgenommen. Die vom Militär eingesetzte Übergangsregierung diskutiert darüber, die Muslimbruderschaft wie zu Zeiten der Mubarak-Diktatur wieder zu verbieten. Nahezu die Hälfte ihrer Führungskader, darunter der abgesetzte Präsident Mohamed Mursi selbst, sitzen mittlerweile in Haft. Hinter der Unterdrückung der Muslimbruderschaft steht das Ziel der Junta, alle Streiks und Proteste der ägyptischen Arbeiter zu beenden und neue Angriffe auf die Arbeiterklasse vorzubereiten. Am Sonntag vor einer Woche haben die Armee- und Polizeieinheiten einen Sitzstreik von über 2000 Stahlarbeitern in Suez, das ist eines der großen Industriezentren am Suezkanal, gestürmt und die Streikführer verhaftet. Die vom Militär eingesetzte Regierung arbeitet an Plänen, Subventionen für Brot und Benzin zu kürzen, von denen Millionen verarmter Ägypter abhängig sind. Das hier ist ein Bild von dem Streik der Stahlarbeiter in Suez, der letzte Woche vom Militär angegriffen wurde. Das macht deutlich, dass der Putsch ein Präventivschlag gegen die ägyptische Arbeiterklasse war, die treibende Kraft hinter der Revolution ist. Bevor das Militär intervenierte, waren Millionen von Arbeitern auf den Straßen und Plätzen in ganz Ägypten versammelt, um gegen Mursi und gegen die Muslimbruderschaft und für die Ziele der Revolution zu demonstrieren. Für bessere Lebensbedingungen, Arbeitsplätze, höhere Löhne und mehr demokratische und soziale Rechte. Also dieselben Forderungen, die auch am 25. Januar 2011 im Zentrum standen. Das ist eine Aufnahme vom Tahrirplatz vom ersten Tag der Proteste mit einem jungen Arbeiter, der ein Schild trägt, was auf Arabisch, was auf Deutsch so viel heißt wie Nein zu Hunger, Arbeitslosigkeit und Folter. La lil faqr al-batala wa tafib.
Wenn man die Entwicklung in den letzten Wochen betrachtet, scheint es so, als ob das Rad der Zeit auf die Zeit vor dem 25. Januar 2011 zurückgedreht wurde. Die Fragen sind, wie ist es möglich, dass die Konterrevolution nach 2 Jahren bitterer Kämpfe mit Mubarak wieder ihr hässlichstes Gesicht zeigt? Wer trägt dafür die politische Verantwortung? Und in welchem Entwicklungsstadium befindet sich die ägyptische Revolution? Und was sind die politischen Lehren und Aufgaben für die Zukunft? Das sind die entscheidenden Fragen, vor denen die Arbeiterklasse in Ägypten und international steht. Und um diese Fragen soll es in dem folgenden Vortrag gehen. Genosse Ulli hat bereits auf die internationale und historische Bedeutung der ägyptischen Revolution verwiesen. Die Revolution in Ägypten, die wie gesagt am 25. Januar 2011 begann, kündigt trotz all ihrer politischen Probleme ein neues Stadium der sozialistischen Weltrevolution an. 20 Jahre nach Auflösung der Sowjetunion und dem kapitalistischen Triumphgeschrei über das Ende der Geschichte hat sich die Arbeiterklasse als mächtigste gesellschaftliche Kraft zurückgemeldet. Die alte Erkenntnis von Marx und Engels, dass die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft die Geschichte von Klassenkämpfen ist, hat sich in Ägypten auf machtvolle Weise bestätigt. Die Arbeiterklasse war von Anfang an die treibende Kraft in der ägyptischen Revolution. Der große russische Revolutionär und Führer der Oktoberrevolution, Leo Trotzki, hat eine Revolution einst, das war in seiner berühmten Geschichte der russischen Revolution, als die direkte Einmischung der Massen in die historischen Ereignisse bezeichnet. Und genau das erleben wir in Ägypten. Es sind die Massenstreiks und Proteste der Arbeiter, die zunächst Mubarak zu Fall brachten und seitdem die Ereignisse bestimmen und vorantreiben. Arbeiter und Jugendliche weltweit hatten von Anfang an ein intuitives Verständnis dafür, dass es sich bei den Massenkämpfen in Ägypten um wahrhaft historische Ereignisse handelt. Weltweit gab es tiefe Solidarität mit der ägyptischen Revolution. Und Arbeiter waren euphorisiert und inspiriert durch die revolutionäre Entwicklung in Ägypten. Ich selbst habe noch das Bild in Erinnerung, und ich glaube, viele hier im Saal erinnern sich daran, dass amerikanische Arbeiter bei den Massenprotesten in Wisconsin kurz nach der ägyptischen Revolution 2011 Schilder mit der Aufschrift trugen, wie man hier auf dem Bild sehen kann, Walk like an Egyptian. Und den verhassten Governor Scott Walker, also den Governor von Wisconsin, als Hosni Walker bezeichneten. Bei den Massenprotesten hatten sie dann teilweise auch ihre Schuhe in der Hand und haben damit wie die Arbeiter in Ägypten ihren Wut gegen den verhassten Gouverneur in Wisconsin zum Ausdruck gebracht. Ähnliche Reaktionen gab es natürlich weltweit. In Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt haben Arbeiter die Ereignisse in Ägypten verfolgt. Und wie vor 2 Jahren verfolgen auch heute Arbeiter in der ganzen Welt wieder die dramatischen Ereignisse in Ägypten. Allerdings ist die Stimmung eine andere. Im Gegensatz zur Euphorie von 2011 sind Arbeiter heute ernsthafter und nachdenklicher. Ich habe gestern mit einem Leser der World Socialist Website telefoniert, der erklärt hat in dem Gespräch, er könne die Verlogenheit der offiziellen Politik und der Medien nicht mehr ertragen. Er nahm Bezug auf Syrien und Ägypten und sagte, in Ägypten unterstützen sie eine Militärjunta, die Massaker an der Bevölkerung verübt. Die Freilassung von Mubarak, der Tausende auf dem Gewissen hat, ist offenbar akzeptabel. Zur gleichen Zeit verbreiten sie Propaganda über einen angeblichen Giftgaseinsatz in Syrien, der angeblich vom Assad-Regime durchgeführt wurde, um einen Militärschlag gegen die syrische Regierung vorzubereiten, die den westlichen Regierungen nicht ins Konzept passt. Das war der Kommentar von dem Leser. Das zeigt, dass die rasanten Entwicklungen in den letzten 2 Jahren bereits tiefe Spuren im Bewusstsein der Massen hinterlassen haben. Arbeiter haben unter dem Feuer der Ereignisse wichtige politische Erfahrungen gemacht. Alle Regierungen und politischen Tendenzen mussten Farbe bekennen und sich zu den Ereignissen in Ägypten und dann natürlich den darauffolgenden Ereignissen in der gesamten arabischen Welt positionieren.
Die imperialistischen Regierungen, aber vor allem auch die liberalen und linken Kräfte in Ägypten und international mussten sich auch positionieren. Im Gespräch mit dem Arbeiter war aber auch eine gewisse politische Ernüchterung und Verunsicherung zu spüren. Und wie kann es anders sein? Die Arbeiterklasse ist erst dabei, die gemachten Erfahrungen bewusst zu verarbeiten und daraus die notwendigen politischen Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist wichtig zu verstehen, und das habe ich auch in dem Gespräch dem Arbeiter so erklärt, dass die ägyptische Revolution kein einmaliges Ereignis ist. Wie alle großen Revolutionen, vor allem diejenigen, die tief in komplexen nationalen und internationalen Prozessen verwurzelt sind, zum Beispiel die Französische Revolution, natürlich die Revolutionen von 1848-49 und natürlich auch die Russische Revolution, entwickelt sie sich nicht über Wochen und Monate, sondern über Jahre. Die ägyptische Revolution wird von tiefen objektiven Ursachen angetrieben, nämlich von den explosiven sozialen und politischen Widersprüchen in Ägypten und im gesamten Nahen Osten. Nur um eine Zahl zu nennen, die, denke ich, das Ausmaß der sozialen Katastrophe in Ägypten sehr stark unterstreicht. Nach UN-Angaben leben 40% der ägyptischen Bevölkerung von weniger als 2 amerikanischen Dollar am Tag. Die soziale Ungleichheit und die politischen Widersprüche in Ägypten sind selbst untrennbar mit der Krise des Kapitalismus verbunden und werden durch diese natürlich weiter verschärft. Wir haben auf der World Socialist Website in einem Perspektivartikel zur ägyptischen Revolution erklärt, die Revolution ist ein Schlachtfeld, in dem aufeinanderfolgend politische Kräfte in den Vordergrund treten und zeigen, welche Klasseninteressen sie vertreten. Von diesem Standpunkt ist die konterrevolutionäre Entwicklung in Ägypten zwar eine Niederlage für die Massen, sie bedeutet aber nicht das Ende der Revolution, sondern eines ihrer Anfangsstadien. In der ersten Phase der Revolution erhoben noch unterschiedliche soziale und politische Kräfte die Forderung nach der Absetzung Mubaraks. Das Bild veranschaulicht das ganz gut. Das ist auch vom Tahrirplatz, noch bevor Mubarak gestürzt wurde, mit der Aufschrift auf dem Plakat 80 Millionen against Mubarak, der als Pharao dargestellt wird. Alle behaupteten, sie würden auf der Seite der Demokratie und der Massen stehen. Darunter waren liberal gesinnte Geschäftsleute wie der Nahostmanager von Google, vielleicht erinnern sich viele an ihn, Wal Ronayn, bürgerliche Politiker wie der ehemalige UN-Beauftragte Mohammed el-Baradei, Führer der Muslimbrüder, der größten aber offiziell verbotenen Oppositionsbewegung unter Mubarak und auch die Vertreter des besser gestellten Kleinbürgertums, auf die ich später noch zu sprechen kommen will, und sogar Teile des Militärs selbst. Die Arbeiterklasse, die wie gesagt natürlich die treibende Kraft war von Anbeginn in der Revolution, war sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht der immensen Klassenkluft bewusst, die sie von all diesen Kräften trennt. Im Laufe der Revolution wurden die politischen Fraktionen der herrschenden Elite Ägyptens jedoch getestet und mussten zeigen, wo sie im Klassenkampf stehen. Es fand ein Prozess statt, den Engels in seiner Schrift Revolution und Konterrevolution in Deutschland in Bezug auf die deutsche Revolution von 1848-49, also 1848-49, so treffend beschrieben hat. Das ist aus der Schrift ein Zitat. Aber es ist das Schicksal aller Revolutionen, dass dies Bündnis verschiedener Klassen, das bis zu einem gewissen Grade immer die notwendige Voraussetzung jeder Revolution ist, nicht von langer Dauer sein kann. Kaum ist der Sieg über den gemeinsamen Feind errungen, da beginnen die Sieger, sich in verschiedene Lager zu scheiden und die Waffen gegeneinander zu kehren. In Ägypten kehrte zunächst die Militärjunta, die nach Mubaraks Sturz die Macht übernahm, die Waffen gegen die Revolution. Es wurde schnell klar, dass die alten Generäle Mubaraks so viel wie möglich von der alten Ordnung bewahren wollten. Sie erließen bereits im März 2011 ein Gesetz gegen Proteste und Streiks
und gingen wiederholt gewaltsam gegen Demonstrationen auf dem Tahrirplatz in Kairo vor. Das Militär setzte die Foltertaktiken der Mubarak-Zeit fort und verurteilte tausende Zivilisten in Militärgerichten. Das ist ein Bild vom April 2011, wo der Tahrirplatz vom Militär gestürmt wurde. Es gab immer wieder Versuche, Sit-ins weiterzuführen, die vom Militär immer wieder angegriffen und aufgelöst wurden. Die Entlarvung des Militärs folgte die der Muslimbruderschaft, der unter dem Mubarak-Regime größten organisierten politischen Opposition. Die Muslimbrüder gewannen die ersten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nach dem Sturz Mubaraks. Aufgrund der langjährigen Unterdrückung und der gewissen sozialen Wohlfahrt der Bruderschaft gab es anfänglich eine gewisse Hoffnung unter den Massen, dass die Islamisten eine Alternative zum Mubarak-Regime darstellen könnten. Diese Illusionen waren jedoch schnell verflogen. Die Muslimbrüder versuchten, ihre eigenen Kader im Herrschaftsapparat zu platzieren. Sie forderten Veränderungen an Ägyptens rechtlichen und politischen Institutionen, um einen größeren Anteil der politischen Macht für sich selbst und die Teile der Bourgeoisie zu sichern, für die sie sprachen. Sie verteidigten jedoch die gleichen grundlegenden Klasseninteressen wie das Militär selbst. Mursi, also der... Ich höre gerade, ich muss ein bisschen langsamer sprechen, aufgrund der Übersetzung. Ich versuche, das umzusetzen. Mursi, der Präsident der Muslimbruderschaft, setzte die arbeiterfeindliche und pro-imperialistische Politik seiner Vorgänger fort. Gleich nach seinem Wahlsieg nahm er Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds auf, um einen neuen Kredit für Ägypten zu erhalten. Sein Ziel war es, die ägyptische Wirtschaft weiter zu liberalisieren und Subventionen abzubauen. Also genau die Politik fortzusetzen, die auch das Mubarak-Regime über 30 Jahre betrieben hat. Zudem verteidigte er die Interessen des US-Imperialismus in der Region. Und man kann sagen, je mehr der Widerstand der Arbeiterklasse gegen Mursi zunahm, desto stärker versuchte er, sich an den US-Imperialismus anzulehnen. Für seine Verdienste, in Anführungsstrichen, schaffte er es sogar auf das Cover des Time Magazine, das ihn als wichtigsten Mann im Mittleren Osten bezeichnete. Das war kurz nachdem Israel den Angriff auf den Gazastreifen im späten Herbst 2012 geflogen hat, wo Mursi natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat, das zu organisieren und zu unterstützen. Und spätestens ab dem Punkt ist immer deutlicher geworden, dass er wie Mubarak die rechte Hand des US-Imperialismus in der Region ist. Und in den Wochen dann vor dem Ausbruch der Massenproteste am 30. Juni stellte Mursi sich immer direkter hinter die imperialistische Intervention in Syrien, mit der Präsident Bashar al-Assad gestürzt und ein Krieg gegen den Iran vorbereitet werden soll. Auf einer Kundgebung unter dem Motto "Unterstützt Syrien", die in Kairo in einem Stadion stattfand, rief Mursi zum heiligen Krieg gegen Assad auf. Mursi erklärte, er werde eine Flugverbotszone gegen Syrien sowie die vom Westen finanzierte islamistische Opposition materiell und moralisch unterstützen. Mursis offene Allianz mit dem US-Imperialismus hat die Stimmung unter Arbeitern gegen ihn und die Muslimbruderschaft nur noch weiter angeheizt. Und es kam dann vor rund einem Monat zur Explosion am 30. Juni. Schätzungen gehen davon aus, dass an diesem Tag zwischen 14 und 17 Millionen Menschen in ganz Ägypten auf der Straße waren. Und diese Explosion der Massen kam natürlich nicht irgendwie aus dem Nichts oder von ungefähr, sondern hat sich eigentlich lange angebahnt. Das ist eine Statistik, die aufzeigt, wie in den letzten Jahren die Proteste und Streiks in der Arbeiterklasse in Ägypten wirklich explodiert sind. Und speziell nach Mubaraks Sturz ist die Arbeiterklasse immer machtvoller in Erscheinung getreten.
Ich will die Statistik kurz erklären und einige Zahlen nennen, die das veranschaulichen. Bereits in den Jahren vor der Revolution, vor allem seit 2004/5, das ist die Zeit, wo das sozusagen die explizit neoliberale Flügel in der Partei Mubaraks, der NDP, an die Macht kam, um Gamal Mubarak, Mubaraks Sohn, der selbst ein Banker war, die dann begonnen haben, die ägyptische Wirtschaft komplett auszuverkaufen, sind Streiks und Proteste in der Arbeiterklasse stetig angestiegen. Im Jahr 2003 gab es noch 80 Streiks und Proteste. Im Jahr 2005 waren es bereits 222. 2007 haben sich die Streiks mit 580 noch einmal mehr als verdoppelt. Sie weiteten sich auf den staatlichen Sektor aus und bekamen zunehmend einen politischen Unterton. Zehntausende Textilarbeiter in Mahalla al-Kubra, das ist eines der großen Industriezentren im Nildelta, mit der größten Baumwollspinnerei im Nahen und Mittleren Osten, revoltierten im April 2008 Zehntausende Textilarbeiter gegen das Regime und zerstörten Bilder von Mubarak. Im Jahr 2009, also 2 Jahre vor der Revolution, stiegen die Streiks auf über 1000. Seit dem Sturz von Mubarak ist, wie gesagt, die Streikwelle weiter explodiert. 2012 gab es laut dem Ägyptischen Zentrum für internationale Entwicklung über 3800 Streiks und Proteste. Und im ersten Halbjahr 2013 waren es bereits 5500 Streiks und soziale Proteste. Und diese ganze Entwicklung ist natürlich kulminiert zuerst am 25. Januar in den Massenprotesten Mubarak und dann jetzt vor 6 Wochen in den Massendemonstrationen von Millionen von Ägyptern gegen das verhasste Mursi-Regime. Das ist ein Bild von den Massenprotesten auf dem Tahrirplatz gegen Mursi. Ich habe eingangs die Frage nach der politischen Verantwortung für die konterrevolutionären Ereignisse in Ägypten aufgeworfen. Um zu verstehen, wie es den Vertretern des alten Regimes und dem Imperialismus möglich war, trotz dieser massiven Bewegung der Arbeiterklasse sozusagen die Uhr zurückzudrehen, muss man vor allem den Klassencharakter der sogenannten liberalen und in Anführungsstrichen linken Organisationen untersuchen und verstehen. Die entscheidende Rolle der Arbeiterklasse in der Revolution hat die wohlhabenden Mittelschichten und ihre politischen Organisationen zutiefst schockiert. Sie schreckten entsetzt zurück, als sie realisierten, dass die Arbeiterklasse weit über ihre eigenen Interessen hinausging. Sie unterstützten zwar zunächst die Proteste gegen Mubarak, darauf bin ich eingegangen. Ihre Unzufriedenheit speist sich allerdings weit mehr aus Neid auf die Eliten als aus Solidarität mit der Arbeiterklasse. Hinter ihren demokratischen Forderungen stehen mehr Lifestyle-Fragen und vor allem das Ziel, selbst ein größeres Stück vom Kuchen abzubekommen. Tiefergehende gesellschaftliche Veränderungen und die Forderung nach sozialer Gleichheit lehnen sie strikt ab. Um es auf den Punkt zu bringen, ihr Ziel ist nicht der Sturz des Kapitalismus und die Vernichtung des Privateigentums, sondern sie wollen einen größeren Anteil des Mehrwerts, der aus der Arbeiterklasse herausgepresst wird. Je deutlicher die Arbeiterklasse im Verlauf der Revolution in den Vordergrund trat, desto mehr fürchteten diese Schichten um ihre eigene soziale Position. Nach 2,5 Jahren massiver Proteste und Streiks ist die Stimmung in diesen Schichten genug ist genug. Die Rückkehr zu einer Diktatur ist besser oder wird als notwendig erachtet, um ihren Wohlstand und ihre Privilegien gegen die Gefahr einer sozialistischen Revolution zu verteidigen. Sie haben nun beschlossen, ihre in Anführungsstrichen Revolutionsspiele zu beenden und sich zum willfährigen Werkzeug der Konterrevolution zu machen. Um die zunehmende Radikalisierung der Arbeiterklasse einzudämmen, begaben sie sich in eine Allianz mit dem Militär und mit Elementen des ehemaligen Mubarak-Regimes. Sie starteten die sogenannte Tamarut- oder Rebellion-Kampagne.
Dazu will ich einiges sagen. Diese Tamarut-Bewegung oder Kampagne war der entscheidende Mechanismus für das Militär und das alte Regime, die Massenbewegung zu kanalisieren und für ihre eigenen reaktionären Ziele einzuspannen. Wie unzählige Artikel in den bürgerlichen Medien bestätigen, wurde Tamarut von Elementen des ehemaligen Mubarak-Regimes finanziert und unterstützt. In Interviews mit Bloomberg und der New York Times bestätigte der ägyptische Milliardär und langjährige Verbündete Mubaraks, Naguib Saviris, den Mann, den wir hier auf dem Bild sehen, als er beim Treffen des World Economic Forum spricht, dass er Tamarut 28 Millionen US-Dollar überwiesen hat. Zu den weiteren Unterstützern Tamaruts gehörten unter anderem General Ahmed Shafiq, der letzte Premierminister unter Mubarak und Anhänger vom mittlerweile verstorbenen langjährigen Chef des ägyptischen Geheimdienstes Omar Suleiman. Die liberalen und linken Gruppierungen in Ägypten, die sich zuvor versucht hatten, als revolutionäre Vorkämpfer für demokratische Rechte darzustellen, spielten die entscheidende Rolle, dieser rechten Verschwörung ein linkes Gesicht zu geben. Während sie behaupteten, Tamarut sei eine Bewegung zur Fortsetzung der Revolution und des Kampfs der Massen für mehr soziale und demokratische Rechte, war das wirkliche Programm von Tamarut die Rückkehr zur Militärdiktatur. Die Tamarut-Führer Mahmoud Badr und Mohammed Abdelaziz standen an der Seite von Putschistenführer General Abdel Fattah al-Sisi, als dieser am 3. Juli im staatlichen Fernsehen die Machtübernahme bekannt gab. Ein Bild, das das sozusagen versinnbildlicht, können wir hier sehen. Im staatlichen Fernsehen sprach erst Sisi und verkündete den Coup. Kurz danach sprach dann Mahmoud Badr, ein junger Aktivist, der lange in der Kampagne von El Baradei gearbeitet hat und die Tamarut-Bewegung inszeniert hat, und hat im Endeffekt das wiederholt, was Sisi erklärt hat. Eine Unterstützung für den Militärputsch und die Machtübernahme des Militärs. Nach dem jüngsten Massaker, bei dem mehr als 600 Muslimbrüder und friedliche Protestierende ermordet wurden, als das Militär die Sit-ins räumte in Kairo, hat Badr seine bedingungslose Unterstützung für das Militär bekräftigt. Er hat gesagt, ich kann nichts Schlechtes über die Armee sagen. Sie hat sich nicht in die Politik eingemischt. Das kann ich aus eigener Anschauung bestätigen. Ich habe ihre Entscheidungen aus eigenem Antrieb unterstützt und ich bin unbeeinflusst der Meinung, dass sie das Richtige tut und uns in die richtige Richtung führt. Das Zitat können wir hier nochmal sehen. Auch die Ägyptische Sozialistische Partei und die Nationale Heilsfront, das ist ein breites Bündnis aus liberalen und in Anführungsstrichen linken Kräften, gehören zu den Organisatoren des Putsches und den aggressivsten Unterstützern der darauffolgenden Unterdrückung. Kurz vor der gewaltsamen Auflösung der Protestcamps der Muslimbruderschaft, bei der, wie gesagt, hunderte friedliche Demonstranten ums Leben kamen, darunter Frauen und Kinder, erklärte Karima al-Hefnawi, das ist ein führendes Mitglied der ägyptischen sozialistischen Partei, dies ist ein gewalttätiger Sitzstreik. Es ist das Recht jeder Regierung, ihn per Gesetz aufzulösen. Und die Bevölkerung sagt, wenn die Regierung es nicht tut, dann tun wir es selbst. Ich glaube, die Zitate machen ziemlich deutlich, wirklich die aggressive Rechtswendung von diesen Schichten, die mittlerweile die lautstärksten Unterstützer sind von einer Diktatur und einem gewalttätigen Vorgehen gegen Proteste. Auf dem nächsten Bild, Slide, kann man nochmal das Ausmaß der Zerstörung sehen. Links sehen wir das Protestcamp der Muslimbruderschaft vor der Rabia al-Adawiya Moschee in Kairo vor und dann auf der rechten Seite nach dem Angriff der Armee und der Sicherheitskräfte. Während manche von diesen Gruppierungen das Militär nur verbal unterstützen,
sind andere Vertreter der Nationalen Heilsfront, wie zum Beispiel der neue Premierminister Hassem al-Beblawi, ein Gründungsmitglied der Sozialdemokratischen Partei Ägyptens, und Arbeitsminister Kamal Abu Eita, der Führer der Ägyptischen Föderation Unabhängiger Gewerkschaften, in die vom Militär eingesetzte Übergangsregierung eingetreten und organisieren selbst die Repression. Der liberale Zyniker und Lakai des internationalen Finanzkapitals Mohammed al-Baradei war zunächst Teil der Militärregierung, verließ diese aber dann später wieder, da er fürchtete, dass die Gewalt eine neue Explosion der Massen provozieren könnte. Die korrupteste und verkommenste Gruppe, die sich hinter das Militär stellte, waren die pseudolinken revolutionären Sozialisten. Sie unterstützten Tamarod und bezeichneten die Allianz als, Zitat, einen Weg, die Revolution zu vollenden. Sie organisierten gemeinsame Veranstaltungen mit Tamarod und jubelten dabei der neuen rechten Hand von Assisi, Mahmoud Badr, zu. Also sie haben die Badr und Abdelaziz, die beiden Führer von Tamarod, in ihr Hauptquartier eingeladen, gemeinsame Veranstaltungen organisiert. Das ist auch auf YouTube dokumentiert, und haben diesen rechten und reaktionären Kräften zugejubelt. Und dann haben sie den Militärputsch als zweite Revolution gefeiert und gepriesen. Wir haben auf der World Socialist Website ausführlich zu dieser Gruppierung geschrieben, und es ist hier nicht möglich, all die atemberaubenden Drehungen und Wendungen ihrer politischen Linie im Detail nachzuvollziehen. Aber vielleicht so viel. In jedem Stadium der Revolution haben sie versucht, die Arbeiterklasse der ein oder anderen Fraktion der ägyptischen Bourgeoisie unterzuordnen. Zuerst erklärten sie, dass die Militärjunta beabsichtige, also die Militärjunta, die kurz nach dem Sturz Mubaraks die Macht übernommen hat, das politische und wirtschaftliche System zu reformieren und es demokratischer zu gestalten. Als der Massenwiderstand gegen das Militär zunahm, warfen sie ihre Unterstützung hinter die Muslimbruderschaft. Sie propagierten die Islamisten als, Zitat, rechten Flügel der Revolution und riefen zur Wahl von Mursi in den Präsidentschaftswahlen auf. Als Mursi gewann, feierten sie dies als, auch Zitat, Sieg der Revolution und großen Erfolg gegen die Konterrevolution. Als dann schließlich erneute Massenproteste gegen Mursi ausbrachen, schwenkten sie wieder zurück zum Militär und unterstützten Tamarod. In der politischen Linie der revolutionären Sozialisten gibt es lediglich zwei Konstanten. Erstens reflektiert sie auf fast schon beängstigende Art und Weise die Interessen des US-Imperialismus. Und zweitens ist sie immer gegen eine unabhängige politische Bewegung der Arbeiterklasse gerichtet. Sie widerspiegelt damit die Interessen korrupter Mittelschichten, deren Privilegien direkt mit der Unterdrückung der Arbeiterklasse und der Vorherrschaft des US-Imperialismus in der Region verbunden sind. Viele ihrer Mitglieder, wie Sameh Naguib oder Hossam el-Hamalawi, unterrichten oder studierten an der amerikanischen Universität in Kairo. Andere arbeiten für vom Westen finanzierte NGOs, für bürgerliche Medien in Ägypten oder international, oder sind Teil der Gewerkschaftsbürokratie, die jetzt in der Regierung sitzt. Ich habe vorhin erwähnt, dass Kamal Abu Eita, der Führer des unabhängigen Gewerkschaftsverbands, der neue Arbeitsminister in Ägypten ist. Der tiefere Grund für den kompletten politischen Bankrott dieser Kräfte ist die Tatsache, dass keine von ihnen ein Programm hat, um die sozialen Probleme zu lösen, vor denen die ägyptischen Massen stehen. Die Dominanz des Imperialismus im Nahen Osten, Massenarmut und fehlende Demokratie. Alle Kräfte der ägyptischen Bourgeoisie und des Kleinbürgertums verteidigen die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse und sind über 1000 Bande mit dem Imperialismus und dem internationalen Finanzkapital verbunden. Sie sind gegenüber den Interessen der Arbeiterklasse organisch feindselig eingestellt und ziehen, wie ich versucht habe, klarzumachen, im Zweifelsfall eine Militärdiktatur der sozialen Revolution der Arbeiterklasse vor. Uli hat das schon erwähnt in seinem einleitenden Beitrag. Hinter der scharfen Rechtswende dieser liberalen und linken oder besser pseudolinken Gruppierungen, die offen eine Militärdiktatur und die Niederschlagung von Protesten unterstützen, stehen die Dynamik und Tiefe der revolutionären Entwicklung in Ägypten und international.
In den letzten beiden Jahren hat eine immer schärfere Differenzierung zwischen der Arbeiterklasse und allen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Tendenzen stattgefunden. Es ist wichtig, und ich glaube, das will ich hier versuchen, besonders stark zu betonen, die vollen Konsequenzen dieser Entwicklung zu verstehen. Die internationale Krise hat sich seit 2011 stetig verschärft und wir treten nun in eine neue Epoche von Massenkämpfen ein. In den letzten Jahren kam es weltweit zu Massenstreiks und Protesten. In Griechenland, in Portugal, in Spanien, als Reaktion auf die aggressive Kürzungspolitik der EU, in den Industrieregionen Asiens wie China und Bangladesch, in Israel und in jüngster Zeit in der Türkei und in Brasilien. Deutschland ist bereits jetzt das sozial ungleichste Land in Europa. Und nach den Wahlen stehen auch hier die nächsten heftigen Sozialangriffe an. Uli hat den Punkt schon gemacht. Praktisch in jedem Land kann über Nacht eine ähnliche Massenbewegung entstehen wie in Ägypten. In Deutschland reagieren alle Parteien darauf, indem sie näher zusammenrücken und den Aufbau eines Polizeistaats unterstützen. Also eine ähnliche Entwicklung wie in Ägypten, wo wirklich alle Teile der Bourgeoisie und des Kleinbürgertums enger zusammenrücken gegen die Arbeiterklasse und die dann in letzter Konsequenz auch brutal niederschlagen, findet auch hier statt. Und kann irgendein Zweifel daran bestehen? Uli ist bereits auf das Plakat der Linkspartei eingegangen. Welche Rolle die Linkspartei hier spielen würde, wenn Millionen von Arbeitern auf die Straße gehen? Ihre Positionen und die ihrer Schwesterparteien in Ägypten unterstreichen, wie sie reagieren würde. Mit einem Ruf nach Diktatur und Gewalt. Das Zitat, das ich vorhin brachte von Karima al-Hefnawi, die Führerin der ägyptischen Sozialistischen Partei, das ist eine Schwesterpartei der Linkspartei. Linksparteivertreter haben auf deren Gründungskonferenz in Kairo gesprochen, vor 2 Jahren, unter anderem Wolfgang Gerke, der außenpolitische Sprecher oder einer der führenden Außenpolitiker in der Linkspartei. Und man kann auch anschauen, was die Linkspartei selbst schreibt zu den Ereignissen in Ägypten, um einen Eindruck zu bekommen, welche Rolle sie hier spielen würde. Man könnte unzählige Artikel aus ihrer Presse oder Aussagen ihrer führenden Mitglieder in den letzten Wochen zitieren. Ich will mich aber vor allem auf ein Strategiepapier der linksparteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung beschränken, das Ende Juli auch im Parteiblatt Neues Deutschland veröffentlicht wurde. Es ist immer nicht so gut, wenn man lange Zitate vorliest, aber in dem Fall halte ich es, denke ich, für sehr wichtig und auch aufschlussreich, weil das ist ein Papier, das sich so deutlich gegen Demokratie und für die Unterstützung des ägyptischen Militärs ausspricht, dass man das einfach zur Kenntnis nehmen muss. In dem Papier heißt es, an dem Argument, dass Demokratie in Ägypten nicht gebraucht wird, ist jedoch auch Wahres. Zumindest wenn Demokratie über transparente Wahlen, starke Parlamente und legale institutionelle Möglichkeiten zur Absetzung der Regierung definiert wird. Demokratie existierte in Ägypten in dieser Form bisher nicht. Die Wahlen des Jahres 2011-12 wurden unter der Herrschaft der Militärführung organisiert. Sie zeigte damit, dass sie in der Lage ist, einen Urnengang nach international anerkannten Regeln zu organisieren und durchzuführen. Dann fragen die Autoren, welchen Sinn hätten baldige Neuwahlen außerdem, wenn keine der politischen Kräfte ein realistisches und strategisches Konzept für den Weg aus der Krise hat? Gute Frage, warum überhaupt noch wählen, wenn keiner ein Programm hat? Natürlich haben alle ein Programm, nämlich ein Programm gegen die Arbeiterklasse. Es ist einfach, nach sozialer Gerechtigkeit zu rufen, wenn man keine konkreten Informationen und Kalkulationen zu ihrer Umsetzung vorlegen muss. Und dann die Schlussfolgerung des Papiers ist, die Debatte darüber, ob in Ägypten nun ein Militärputsch stattgefunden hat oder nicht, ist sinnlos. Es geht nun vielmehr darum, einen Weg zu finden, soziale Gerechtigkeit einzuführen in einer Weise, mit der die Militärführung leben kann. Also sprich, wir haben hier eine offene Umarmung des Militärputschs in Ägypten, der Militärregierung mit allen ihren Konsequenzen. Ich glaube, das macht wirklich den Klassencharakter der Linkspartei deutlich und das muss auch verstanden werden. Das ist das, was sie auch hier unterstützen würden, wenn Massenproteste ausbrechen.
Werfen wir einen Blick in Richtung Türkei. Ich weiß, dass Genossen aus der Türkei heute zuhören und die Veranstaltung verfolgen. Man muss sich die Frage stellen, was wäre die Rolle der pseudolinken Organisationen in der Türkei, falls das Militär in der Folge von Massenprotesten gegen Erdogan putschen und die Macht übernehmen würde. Sie würden die gleiche Rolle spielen wie ihre Gesinnungsgenossen in Ägypten und eine türkische Version von Tamarut unterstützen, um die Proteste hinter bürgerliche Kräfte und das Militär zu lenken und niederzuschlagen. Und das ist, denke ich, ein internationales Phänomen. All diese Tendenzen international, sei es die NPA in Frankreich, die Linkspartei hier, haben Tamarut unterstützt und haben damit klargemacht, sehr deutlich, auf welcher Seite sie im Klassenkampf stehen. Der Verlauf der ägyptischen Revolution und die Entwicklung der Klassenbeziehungen international haben die grundlegenden Konzepte des Marxismus und die Theorie der permanenten Revolution bestätigt. Und damit die Arbeit der World Socialist Website und des Internationalen Komitees der Vierten Internationale, die in dieser Tradition steht. Wir sind die einzige politische Tendenz, die in jedem Stadium der ägyptischen Revolution dafür gekämpft hat, eine unabhängige revolutionäre Führung in der Arbeiterklasse aufzubauen. Das Problem der ägyptischen Revolution ist nicht die mangelnde Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse, die immer und immer wieder in die Offensive ging. Aber ohne eine revolutionäre Partei, die sie führt, blieb die Arbeiterklasse desorientiert und unvorbereitet und war nicht in der Lage, die jüngsten reaktionären Manöver der Pseudolinken zu durchschauen. Das Internationale Komitee der Vierten Internationale hat seit dem ersten Aufstand vor 2 Jahren betont, dass die ägyptische Arbeiterklasse ihre Interessen und Forderungen nicht ohne die Eroberung der Macht im Staat und die sozialistische Umgestaltung der Wirtschaft erreichen kann. Diese Perspektive hat sich dramatisch bestätigt. Die entscheidende Aufgabe ist es, nicht nur in Ägypten, sondern auf der ganzen Welt die Lehren aus den Erfahrungen der ägyptischen Revolution zu ziehen und sich damit auf die kommenden Klassenkämpfe vorzubereiten. In unserem Perspektivartikel zur Freilassung Mubaraks, der gestern auf der deutschen Website und vorgestern auf der englischen Website erschien, erklären wir: Erneut hat eine große revolutionäre Erfahrung die Bedeutung von Leo Trotzkis Theorie der permanenten Revolution unterstrichen. Diese Theorie besagt, dass in Ländern mit verspäteter kapitalistischer Entwicklung der Kampf für Demokratie nur erfolgreich sein kann, wenn die Arbeiterklasse politisch unabhängig mit einer revolutionären Massenpartei an der Spitze für den Sozialismus kämpft. Weiter besagt sie, dass der Sieg der Revolution in einem Land nur auf der Grundlage einer internationalen Strategie der Vereinigung der Weltarbeiterklasse möglich ist. Die Arbeiterklasse hat zweifellos einen deutlichen Rückschlag erlitten. Das Militär wird versuchen, die Ordnung wiederherzustellen. Und wir schreiben weiter: Aber die ägyptische Revolution hat sich noch nicht verausgabt und die Arbeiterklasse hat noch nicht ihr letztes Wort gesprochen. Mubarak wieder aus dem Grab auferstehen zu lassen, wird in verkalkten Venen des ägyptischen Kapitalismus kein neues Leben einhauchen und auch die Konflikte im Nahen Osten nicht lösen, die von den imperialistischen Kriegen und der tiefen Krise des globalen Kapitalismus bestimmt sind. Die Bourgeoisie kann sich nicht ohne den Schutz der Armee an der Macht halten. Sie ist als Kraft für die Demokratie diskreditiert. Die alles entscheidende Frage bleibt der Aufbau einer politischen Führung der Arbeiterklasse, um die kommenden Kämpfe vorzubereiten. Das erfordert den Aufbau von Parteien des Internationalen Komitees der Vierten Internationale in Ägypten, im ganzen Nahen Osten und international. Ich denke, die Brutalität der Konterrevolution in Ägypten und die fortschreitenden Kriegsvorbereitungen gegen Syrien, die jetzt an dem Wochenende immer dramatischer und aktueller werden, unterstreichen die dringende Notwendigkeit dieser Perspektive. Ich kann nur an alle hier im Saal und natürlich alle Zuhörer online international appellieren, sich mit revolutionärer Kraft an diesem Kampf zu beteiligen. Vielen Dank. Vielen Dank, Genosse Johannes, für diesen sehr anschaulichen und sehr umfassenden Vortrag, der sehr viele wichtige Fragen und auch sehr viel Material beinhaltet. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu beantworten.
Und vielleicht sollten wir zunächst mal unseren internationalen Zuhörern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und zu diesem Vortrag Stellung zu nehmen, und wollen die Gelegenheit ausnutzen, dass wir Johannes hier haben, dass er Fragen beantworten kann. Gibt es, vielleicht kannst du mal etwas berichten, wie unsere Internetgemeinde reagiert. Ist der Vortrag auch im Internet nochmal nachgegeben? Das müssen wir noch sehen, das kann man noch nicht genau absehen. Aber das, was hier vertreten worden ist, das ist natürlich nachzulesen auf der World Socialist Website jeden Tag. Also ich möchte hier mal einen Überblick geben über unsere Online-Zuhörerschaft. Wir sind hier heute in Berlin zusammengekommen, aber wir haben noch deutlich mehr Leute, als hier in Berlin sind, online dazugeschaltet. Wir haben mittlerweile 116 registrierte Knotenpunkte auf der ganzen Welt, wo teilweise Dutzende Menschen zusammengekommen sind, um sich dieses Video und den Vortrag gemeinsam anzusehen. Solche Treffen finden in Deutschland mindestens in München, Leipzig, Hamburg, Frankfurt und Essen statt. Es gibt auch international Gruppen von Genossen und von Interessenten, die sich zusammengetan haben, zusammen den Vortrag sich anzuschauen. Wir wissen durch die Registrierung von Gruppen von Zuhörern in der Schweiz, in England, in Frankreich, in der Türkei, in Rumänien, den USA, Sri Lanka, den Philippinen und Australien. Das ist nur das, über die wir wissen. Wir können nicht alles ganz genau beobachten, aber was wir ja heute hatten, ist ein wirklich internationales Treffen. Und es kommen mittlerweile auch einige Kommentare von den Internetzuschauern. Ich hatte mir schon gedacht, dass sie sich nach dem Beitrag häufen. Wir haben hier eine englische Frage von einem englischsprachigen Zuhörer, der fragt, wie wird sich die blutige Konterrevolution auf die revolutionäre Bereitschaft der Arbeiter weltweit auswirken, nachdem sich die Revolution in Ägypten ja auch sehr stark international ausgewirkt hat. Dann gibt es eine Frage, die von dem gemeinsamen Schauen in München kommt. Dort wird die Frage gestellt, weiß der Referent etwas über die Rolle, die die deutsche Regierung bei der Unterdrückung der ägyptischen Arbeiterklasse gespielt hat? Interessant wäre auch, ob die Linkspartei dabei eine Rolle gespielt hat und wenn ja, welche? Das wird dann noch ergänzt durch die Frage, welche Rolle der DGB gespielt hat, der ja mindestens die unabhängigen Gewerkschaften, die die Regierung jetzt stützen, unterstützt hat. Es gibt dann nur noch eine kurze Frage, welche Position beziehen die revolutionären Sozialisten heute? Wie verhalten sie sich zu ihrer eigenen Position? Das sind bisher die Fragen, die online kamen. Wir können ja vielleicht erstmal eine Beantwortungsrunde machen und in der Zeit können unsere Online-Zuhörer noch weitere Kommentare und Fragen stellen. Ich will vielleicht mit der letzten Frage beginnen. Welche Position die revolutionären Sozialisten heute beziehen. Wir haben da auf der Website auch viel dazu geschrieben. Sie versuchen natürlich, ihre Rolle zu verschleiern. Distanzieren sich mittlerweile verbal vom Militär und versuchen so zu tun, als ob sie nie Mursi unterstützt hätten, nie das Militär unterstützt hätten. Und
dass es sozusagen während der ganzen letzten zweieinhalb Jahre immer ihre Rolle gewesen, zu verschleiern und abzudecken, die ganzen opportunistischen Manöver und Allianzen, die sie eingegangen sind. Wenn sie darüber ehrlich wären, könnten sie nicht die Rolle spielen, die sie für die ägyptische Bourgeoisie spielen, nämlich eine unabhängige Rolle oder eine unabhängige Entwicklung in der Arbeiterklasse zu verhindern. Sie spielen immer die Rolle, und das habe ich ja versucht deutlich zu machen, in jedem Stadium der Revolution die Arbeiterklasse dem einen oder anderen Flügel der Bourgeoisie unterzuordnen. Und interessant ist, und ich glaube, den Punkt, den will ich hier nochmal betonen, dass ihre Linie immer direkt oder ziemlich direkt mit der Linie des US-Imperialismus übereinstimmt. Also in dem Maße, wie am Anfang das Militär etabliert wurde, haben sie das Militär unterstützt, als die USA umgeschwenkt sind und haben für einen Kompromiss zwischen dem Militär und Morsi Druck gemacht, um die Situation in Ägypten zu stabilisieren, haben sie Morsi unterstützt. Und als Morsi nicht mehr zu halten war aufgrund des Widerstands aus der Arbeiterklasse, sind sie umgeschwenkt und haben wieder das Militär unterstützt. Die Imperialisten sind natürlich beunruhigt, und das ist, glaube ich, auch klar, wenn man die außenpolitischen Statements aus dem Weißen Haus verfolgt und auch von der Europäischen Union über die Unterdrückung der Proteste, weil sie fürchten, dass das eine neue Explosion in der Arbeiterklasse auslösen kann. Und natürlich sind sie auch eng mit der Muslimbruderschaft verbunden, was zum Beispiel den imperialistischen Krieg in Syrien anbetrifft. Als außenpolitischen Verbündeten in der Region. Was sie wollen, ist letzten Endes ein gewisser Kompromiss zwischen der, sie unterstützen natürlich die Militärregierung, aber sie wünschen sich einen gewissen Kompromiss mit der Muslimbruderschaft, weil sie sich davon versprechen, dass man auf der Grundlage die Situation eher stabilisieren kann. Die revolutionären Sozialisten reflektieren letzten Endes jetzt wieder diese Linie des US-Imperialismus, indem sie sie schlagen einen sogenannten dritten Weg vor, versuchen sich jetzt vom Militär und von der Muslimbruderschaft zu distanzieren und sagen, man muss sozusagen ein drittes Bündnis oder ein neues Bündnis aufbauen, unabhängig von beiden Kräften, und versuchen auf der Grundlage sozusagen die nächste Welle schon wieder vorzubereiten und umzugruppieren und die nächste Falle für die Arbeiterklasse aufzubauen. Wenn man die den Klassencharakter von der Organisation einschätzt, kann man das natürlich nicht machen, ohne aufzuzeigen, welche Rolle hat sie gespielt seit Beginn der Revolution. Und all ihre Lügen zurückzuweisen, ihre Manöver und wirklich aufzuzeigen in der Arbeiterklasse, was ist der Charakter von dieser Gruppierung. Dass sie Tamarut unterstützt haben, ist nicht einfach ein Zufall. Ich habe versucht klarzumachen, dass es mit ihrem wirklich ureigenen Klasseninteresse zusammenhängt. Auch, dass sie Morsi unterstützt haben, ist kein Zufall. Sie erklären das natürlich nie, sie können es auch nicht erklären und deswegen schreiben sie auch nicht darüber. Aber das sind tiefe Klassenfragen, die ihrer Orientierung auf diese Schichten zugrunde liegen. Sie sprechen für wohlhabende Schichten der Mittelklasse in Ägypten, die eine sozialistische Revolution fürchten, weil das natürlich direkt gerichtet wäre gegen ihre eigenen Privilegien, die sie im Rahmen des Kapitalismus genießen. Ich habe versucht zu erklären und aufzuzeigen, dass sie enge Verbindungen haben, selbst zum US-Imperialismus, vom Westen finanzierten NGOs arbeiten, in der Gewerkschaftsbürokratie in Ägypten, die vom Westen finanziert wird und auf der ganzen Grundlage überhaupt nicht in der Lage sind, eine unabhängige Rolle zu spielen, auch wenn sie das immer behaupten, fälschlicherweise. Und auf der Grundlage ist natürlich die ganze Behauptung, das wären revolutionäre Sozialisten, ist der Zynismus die Spitze des Zynismus. Ich glaube, ihre politische Linie während der ägyptischen Revolution zeigt auf, im Endeffekt sind es, um es mal auf den Punkt zu bringen, konterrevolutionäre Kapitalisten. Die Fragen zum DGB und der deutschen Regierung hängen eng mit der Frage zusammen. Der DGB
arbeitet eng mit den Kräften zusammen, auf die ich eingegangen bin im Vortrag. Sie sind, unterstützen zum Beispiel das Projekt, unabhängige Gewerkschaften aufzubauen in Ägypten, was auch ein Projekt der revolutionären Sozialisten ist. Sommer hat interessanterweise direkt, also der Chef des DGB, hat direkt, nachdem die Massenproteste begonnen haben, in Ägypten sich für den Aufbau von unabhängigen Gewerkschaften ausgesprochen. Die Bourgeoisie hat international sehr gut verstanden, dass man letzten Endes eine neue Zwangsjacke für die Arbeiterklasse braucht in Ägypten. Also neue Gewerkschaften, unabhängige Gewerkschaften, um die Arbeiterklasse zu kontrollieren. Die staatlichen Gewerkschaften unter Mubarak waren völlig diskreditiert. Und es ist nochmal wichtig, in Erinnerung zu rufen, die ganze Revolution am 25. Januar war ja sozusagen in einer direkten Konfrontation mit den Gewerkschaften. Hossein Mugaba, der Führer der staatlichen Gewerkschaft, des staatlichen Gewerkschaftsverbands in Ägypten, war direkt in die sogenannte Kamelschlacht verwickelt auf dem Tahrirplatz nach den ersten Massenprotesten, als Schläger des Mubarak-Regimes die Proteste angegriffen haben. Arbeiter haben Quartiere der staatlichen Gewerkschaften angegriffen. Also was stattfand, war wirklich eine direkte Klassenkonfrontation zwischen der Arbeiterklasse auf der einen Seite und den staatlichen Gewerkschaften der anderen Seite. Und auf der Grundlage hat der Imperialismus, und dazu gehören natürlich auch die Gewerkschaften hier, haben alles versucht, um eine neue Bürokratie aufzubauen mit den unabhängigen Gewerkschaften, haben Gelder nach Ägypten transferiert, der DGB, AFL-CIO aus den USA, um so eine neue Bürokratie zu schaffen. Interessant ist, dass Arbeiter das ziemlich stark zurückweisen, dass die unabhängigen Gewerkschaften nicht in der Lage sind, irgendwie einen Einfluss in der Arbeiterklasse zu gewinnen, weil Arbeiter sehr gut verstehen, welche Rolle sie spielen. Im Endeffekt ist es der wiederholte Versuch, neue staatliche Gewerkschaften aufzubauen, die alten ersetzen. Und dass jetzt Kamal Abu Eita, der Führer der unabhängigen Gewerkschaften in Ägypten, in der Regierung sitzt, macht mehr als deutlich, das sind keine unabhängigen Gewerkschaften, sondern das sind Gewerkschaften, die ähnlich wie die alten staatlichen Gewerkschaften eng mit dem Staat verbunden sind und mit dem Imperialismus. Die deutsche Regierung hat eine ähnliche Rolle gespielt wie alle imperialistischen Regierungen in Bezug auf Ägypten. Wenn man sich zurückerinnert, haben sie natürlich, solange es ging, Mubarak unterstützt. Sie haben mit Mubarak, mit dem Regime, seit mehr als 3 Jahrzehnten zusammengearbeitet, waren dann schockiert, als die Massenproteste ausbrachen, haben versucht, Mubarak zu halten. Man kann sich noch an die Statements erinnern, in der es hieß, die Situation ist in Ägypten ist unter Kontrolle und so weiter. Als dann natürlich klar war, dass Mubarak nicht mehr zu halten ist, haben sie natürlich versucht, ihre Unterstützung für die Militärdiktatur und dann für die Muslimbruderschaft zu rechtfertigen, indem sie behauptet haben, da wird ein demokratischer Übergang organisiert. Das war ja der offizielle sozusagen Slogan der ägyptischen Bourgeoisie und auch ihrer imperialistischen Unterstützer. Welches Interesse der deutsche Imperialismus aber wirklich oder den reaktionären Charakter oder die reaktionäre Rolle des deutschen Imperialismus bei der Unterstützung der Konterrevolution in Ägypten wird natürlich am deutlichsten jetzt in den letzten Wochen, wo Westerwelle sich bereits mehrmals mit der neuen Übergangsregierung getroffen hat, nach einer anfänglichen Kritik, natürlich mehr die Unsicherheit widerspiegelt hat, dass die Gewalt vom Militär zu einer neuen Explosion führen kann, haben sie sich offen hinter das Militär gestellt. Westerwelle hat versucht, am Anfang noch Mursi zu treffen, hat dann die Forderung fallen lassen und mittlerweile ist ziemlich klar, dass alle westlichen Regierungen, inklusive die deutsche Regierung, die Militärjunta unterstützen, weil sie die Proteste der Arbeiter niederschlägt. Deutschland hat sehr enge Wirtschaftsverbindungen zu Ägypten. Es gibt hunderte von Firmen, die dort aktiv sind, die tausende von Arbeitern beschäftigen. Deutschland ist der drittgrößte
Handelspartner von Ägypten und alles, was die deutsche Regierung oder was wirklich hinter dem, was das Interesse der deutschen Regierung ist, ist Stabilität in Ägypten. Wenn man dazu Gewalt braucht, ist das notwendig. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man auch die Rolle der Linkspartei sehen. Sie ist eine Partei des deutschen Imperialismus und vertritt mehr oder weniger die Linie der Bundesregierung. Man kann vielleicht sagen, wenn man das Zitat sich nochmal vor Augen ruft, das ich zitiert hatte, dass sie letzten Endes die sind, die sogar noch aggressiver und direkter die Militärregierung unterstützen als die Bundesregierung selbst. Was, glaube ich, den Punkt nochmal deutlich macht, den Uli auch schon gemacht hat. Das sind wirklich die Kräfte, die in einer Situation gebraucht werden, wo die Arbeiterklasse ins Geschehen eingreift, um eine revolutionäre Entwicklung zu verhindern. Die ganze Tradition der Linkspartei aus dem Stalinismus heraus ist natürlich genau darauf angelegt. Und vor dem Hintergrund reagiert sie so aggressiv auf Massenproteste der Arbeiterklasse. Genauso wie ihre ägyptischen Gesinnungsgenossen in der ägyptischen sozialistischen Partei, die wirklich auch die aggressivsten Kräfte sind, die Gewalt gegen die Proteste fordern. Auf die erste Frage, wie sich die blutige Konterrevolution auf die revolutionäre Bereitschaft international auswirken wird der Arbeiterklasse. Ich glaube, das ist letzten Endes eine Frage, eine sehr stark eine politische Frage. Ich habe versucht, im Vortrag den Punkt zu machen, dass es natürlich jetzt vielleicht als erste Reaktion eine gewisse Unsicherheit und auch Orientierungslosigkeit gibt in der Arbeiterklasse. Ich meine, es gab diese Euphorie von vor 2 Jahren. Mittlerweile ist klar, dass spontane Massenproteste allein nicht ausreichen, um wirklich was zu verändern. Und natürlich steht die Arbeiterklasse vor der Aufgabe, und das ist ja auch sozusagen der Kern des Vortrags, die Lehren aus den Ereignissen zu ziehen und sich dann politisch vorzubereiten auf das, was kommt. Und in dem Maße, wie die Arbeiterklasse das macht, und natürlich unsere Rolle sehr wichtig ist, die Rolle der World Socialist Website, wir sind diejenigen, die den Arbeitern erklären, was passiert ist, die eine Linie haben, die Klassenfragen aufwerfen, eine politische Orientierung geben. In dem Maße, wie wir das machen, ist es, denke ich, möglich, einen neuen Optimismus auf einem viel höheren politischen Niveau zu erzeugen. Und den Punkt, den ich noch betonen will, dass sich natürlich, was die ganze Entwicklung in Ägypten zeigt, eine revolutionäre Entwicklung nicht sozusagen aus einem daraus ergibt, was die Massen zu dem einen oder anderen Zeitpunkt denken oder fühlen, sondern dass so eine Bewegung tiefe, objektive Ursachen hat und dass in dem Maße, wie sich die Krise des Kapitalismus zuspitzt, die soziale Ungleichheit weltweit, was der Fall ist, sich automatisch solche revolutionären Entwicklungen international mit einem immer größeren Tempo entwickeln. Und auf der Grundlage auch, vielleicht kann ich da noch eine persönliche Anekdote anfügen, wenn so eine Bewegung sich entwickelt, auch die Arbeiterklasse wirklich einen Sprung im Bewusstsein macht und auf einem viel höheren Niveau politisch diskutiert wird, politische Fragen aufkommen und auch eine politische Klärung geschehen kann. Ich glaube, die Tatsache, dass heute so viel sich online zuschalten, an den Fragen interessiert sind, was sind wirklich die politischen Lehren von diesen dramatischen Ereignissen, zeigt, dass es in der Arbeiterklasse wirklich einen Drang gibt nach Wahrheit, nach politischer Klarheit und dass wir jetzt in der nächsten Periode, wo sich diese Massenkämpfe entwickeln, eine sehr gute Möglichkeit und natürlich auch Verantwortung haben, als revolutionäre Bewegung eine revolutionäre Führung in der Arbeiterklasse aufzubauen und die Fragen zu klären und zu diskutieren. Und da ist natürlich die World Socialist Website im Zentrum unserer Arbeit. Ja, also jetzt kommen die ganzen Kommentare eigentlich erst rein. Es gibt eine sehr rege Beteiligung. International, Beifall aus Frankfurt ist ein Kommentar. Brilliant Summation, Greetings from Sri Lanka, from England,
readings from Sheffield and Kansas. And daraus entwickeln sich auch weitere Fragen, die ich hier vielleicht kurz nochmal zumindest die wesentlichen zusammenfassen will und auf die wir zumindest vielleicht noch kurz eingehen können. Eine Frage, die immer wieder aufkam, ist die Frage der Zusammenhänge zwischen den Ereignissen in Syrien, den jüngsten Ereignissen in Syrien, der Kriegsgefahr gegen Syrien und den Ereignissen in Ägypten. Es wurde schon ein bisschen was zu gesagt, aber das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Eine andere Frage aus England ist, ob man noch mehr darüber sagen kann, was die engen Verbindungen zwischen Tamerod und den revolutionären Sozialisten betrifft. Eine andere Frage ist, wie die Soldaten für die Sache der Arbeiter gewonnen werden können in Ägypten. Noch eine Frage, welche Rolle werden die Muslimbrüder in der weiteren Entwicklung der Revolution spielen? Was steckt hinter den religiösen Konflikten, etwa gegen die Kopten? Und dann gibt es noch die Frage, wie das internationale Komitee der vierten Internationale in Ägypten interveniert. Gibt es dort Unterstützer? Gibt es da sympathisierende Gruppen? Und eine abschließende Frage ist dann noch, gibt es außer der WSWS noch Quellen, denen man vertrauen kann? Oder ist die WSWS da die einzige? Noch andere seriöse Quellen außer der WSWS zu den Ereignissen? Nein. Okay, zur Frage Syrien. Ich denke, das unterstreicht nochmal wirklich den Charakter der konterrevolutionären Entwicklung, die stattfindet, eben mit. Und den Charakter der Pseudolinken, die das ermöglicht haben. Direkt nach dem Militärputsch, der Niederschlagung, jetzt der Proteste in Ägypten, geht der Imperialismus in die Offensive und mit einer unglaublichen Propaganda-Offensive, um den nächsten Krieg vorzubereiten gegen Syrien. Ich will vielleicht kurz was sagen zu den Ereignissen. Ich meine, die ganze Propaganda jetzt hier in den Medien ist, es wurde ein Giftgasanschlag verübt vom Assad-Regime. Wenn man sich allerdings die Frage stellt und wirklich die Fakten, die es gibt, überblickt und zusammenzählt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich klar, dass wenn so ein Giftgasanschlag verübt wurde, dann wurde er von den Rebellen verübt. Punkt 1, der Zeitpunkt des Anschlags, es kommen UN-Inspektoren ins Land. Am selben Tag findet ein Giftgasanschlag statt, unweit des Orts, wo die UN-Inspektoren ins Hotel einchecken. Die Frage ist, wem nützt so ein Anschlag? Ich glaube, man muss da nicht weiter drauf eingehen. Nützt es dem Assad-Regime oder der pro-imperialistischen Opposition? Punkt 2, das syrische Staatsfernsehen hat gestern relativ ausführliche Berichte veröffentlicht. Sie haben Giftgaskanister sichergestellt aus den Händen der Revolution, der sogenannten Rebellen. Es wurden syrische Soldaten in Krankenhäuser eingeliefert mit Spuren von Vergiftungen. Und alles deutet darauf hin, dass es eine gezielte Provokation war von den Imperialisten und von der syrischen Opposition. Und wenn man sich den Charakter der Opposition anschaut, Al-Qaida-Kämpfer und so weiter, wirklich die sozusagen der the Scum of the Middle East, der da mobilisiert wird, dann ist es völlig klar, dass diese Kräfte fähig sind, sowas zu organisieren mit Unterstützung
natürlich der westlichen Geheimdienste. Ich glaube, es unterstreicht einmal mehr die konterrevolutionäre Rolle der Pseudolinken, die das, was in Syrien passiert, als Revolution bezeichnen. Natürlich, wenn man nochmal zurückblickt, waren die ganzen, der Libyen-Krieg, aber auch der Syrien-Krieg, war eine direkte Reaktion auf die ägyptische Revolution. Ein Versuch des US-Imperialismus sozusagen, die Situation zu nutzen, um seine eigenen Interessen mit unglaublicher Aggressivität und Brutalität durchzusetzen, Regimes auszutauschen, unter dem Vorwand des Kampfs für Menschenrechte, die sie schon lange auf der Liste hatten, das Gaddafi-Regime in Libyen und das Assad-Regime in Syrien. Und jetzt, nachdem die Militärjunta in Ägypten versucht, mit Gewalt Stabilität zu erzeugen, versucht der Imperialismus auf der Grundlage seine aggressiven Pläne mit einer noch größeren Geschwindigkeit umzusetzen. Was natürlich den Punkt, den ich am Ende gemacht habe, die politischen Lehren zu ziehen und wirklich in einem Kampf für Sozialismus die Arbeiterklasse im Nahen und Mittleren Osten zusammenzuschweißen in einem gemeinsamen Kampf gegen die reaktionären Regimes im Nahen und Mittleren Osten und gegen den Imperialismus, ist, denke ich, die Notwendigkeit, die sich immer direkter und deutlicher stellt. Und natürlich hängt auch viel ab von der Arbeiterklasse hier, weil das, ich meine, ein Krieg gegen Syrien natürlich sofort das Potenzial in sich birgt, einen viel größeren Flächenbrand auszulösen. Die iranische Regierung hat heute gewarnt von einem Angriff des Westens. Er sagt, damit würde eine rote Linie überschritten werden. Und es ist völlig klar, dass so ein Militärschlag gegen Syrien das Potenzial hat, zu einem massiven Krieg im gesamten Nahen und Mittleren Osten und sogar zu einem Dritten Weltkrieg, wenn Russland und China mit hineingezogen werden. Die Frage des Aufbaus unserer Partei, um die Arbeiterklasse im Kampf gegen Krieg und gegen Konterrevolution zu vereinen, ist von absoluter Notwendigkeit. Eine andere Frage war die Verbindungen von Tamarut und den revolutionären Sozialisten. Ich will vielleicht nochmal den Punkt machen, wenn wir über diese verschiedenen Gruppierungen, Liberalen und Pseudolinken und in Anführungsstrichen nasseristisch linken Gruppierungen in Ägypten sprechen wir über verschiedene politische Tendenzen von einer gesellschaftlichen Schicht, von einer wohlhabenden Mittelschicht, die versucht, den Punkt habe ich versucht zu entwickeln, die eine gewisse Unzufriedenheit hatte unter Mubarak, weil sie nicht direkt an den Fleischtöpfen saßen, aber absolut feindlich einer sozialistischen Revolution gegenübersteht und auf der Grundlage schon immer eng miteinander zusammengearbeitet. Sind sozusagen eine Allianz von ihrer ganzen organischen, von ihrem ganzen Klasseninteresse her. All die Gruppen, die Tamarut unterstützen, sei es El Baradei, sei es die revolutionären Sozialisten, die Kifaya-Bewegung, all das ist ein Milieu, das über Jahre enge Verbindungen miteinander aufgebaut hat in Ägypten, über enge Bande zum Imperialismus verfügt. Die revolutionären Sozialisten haben zum Beispiel schon am 25. Januar, also vor dem Ausbruch, das war ihr Statement, vor dem Ausbruch der Massenproteste, haben sie ein gemeinsames Statement veröffentlicht mit der National Salvation Front von El Baradei. Ich habe den Punkt gemacht, dass Mahmoud Badr, der Führer von Tamarut, lange in der El Baradei-Kampagne gearbeitet hat. Also wir sprechen hier über Aktivisten und über Gruppierungen, die seit Jahren eng miteinander zusammenarbeiten, gemeinsam Statements veröffentlichen und so weiter.
Vielleicht um kurz auf das Statement einzugehen, das vor dem 25. Januar veröffentlicht wurde, das hat nie gefordert, dass Mubarak zurücktritt. Die Hauptforderungen in dem Statement waren freie und gleiche Wahlen, mehr Demokratie in Ägypten und mehr soziale Würde und so weiter. Den Punkt, den ich damit machen will, das sind nicht irgendwie, diese Kräfte haben nie aufgerufen zu einer Revolution. Sie wollten sich von Anfang an ins Mubarak-Regime integrieren, in den ägyptischen Kapitalismus und sozusagen einen größeren demokratischen Raum für sich selbst bekommen, aber im Regime. Das haben sie jetzt erreicht, indem sie sich der Junta angeboten haben, gegen die Arbeiterklasse vorzugehen und die Proteste niederzuschlagen. Und in der Frage haben sie sich, auf der Grundlage haben sie auch alle Tamarut unterstützt. Ich kann da vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, wer da beteiligt war. Die National Salvation Front, die wurde gegründet von El Baradei, von Hamdi Sabahi, das ist ein nasseristischer Politiker in Ägypten und ehemaliger Präsidentschaftskandidat, und Amr Musa, ein ehemaliger Außenminister unter Mubarak und langjähriger Führer der Arabischen Liga. All diese Kräfte haben sich zusammengeschlossen, nachdem klar wurde, dass Morsi immer mehr unter Misskredit gerät in der Arbeiterklasse, und haben sich dann die Tamarut-Kampagne entwickelt. Und ich habe den politischen Mechanismus versucht aufzuzeigen, sozusagen unter einem linken Deckmantel eine absolut rechte Verschwörung zu organisieren, die Rolle gespielt hat, die Massenproteste hinter das Militär zu lenken. Und die revolutionären Sozialisten, die, wie gesagt, Badr Tamarut eingeladen haben in ihr Hauptquartier in Giza, die gemeinsame Veranstaltungen organisiert haben, haben die Rolle gespielt, sozusagen im Namen des revolutionären Sozialismus dieser Tamarut-Kampagne einen linken Anstrich zu verpassen und es der Arbeiterklasse schwieriger zu machen, dieses Manöver zu durchschauen, das, wie ich gesagt habe, finanziert wurde von ägyptischen Milliardären, unterstützt wurde von alten Elementen des Mubarak-Regimes. Also es gibt enge Verbindungen zwischen all diesen Kräften. Jetzt, den Punkt habe ich schon gemacht, versuchen sich die revolutionären Sozialisten natürlich davon zu distanzieren und bereiten sich damit sozusagen schon aufs nächste Manöver vor, das notwendig ist oder sein könnte, wenn die Arbeiterklasse natürlich auf der ganzen Dynamik, die sich entwickelt in Ägypten, wieder in Massenstreiks und in Massenproteste gezwungen wird. Und Arbeiter müssen verstehen, und ich glaube, wir schaffen, indem wir, deswegen ist ja auch ein Bestandteil der Arbeiter-Website, wirklich scharfe Polemiken zu schreiben, den Klassencharakter von diesen Tendenzen in der Arbeiterklasse zu klären, um Arbeitern zu ermöglichen, wirklich den Charakter von diesen Tendenzen zu verstehen, damit zu brechen, vor allem politisch. Die revolutionären Sozialisten sind keine Gruppe, die irgendwie sozusagen physisch eine Präsenz hätte in der Arbeiterklasse oder einen Einfluss, aber natürlich ideologisch eine Rolle spielt für die Bourgeoisie, damit zu brechen und ihre eigene Partei aufzubauen. Und das ist natürlich die ganze Bedeutung der Website. Die Frage war, wie intervenieren wir in Ägypten? Genau, indem wir so eine Analyse machen täglich auf der Website von der politischen Entwicklung, vom Klassenkampf in Ägypten, eine Einschätzung vornehmen von den verschiedenen Klassenkräften, Arbeitern ein Bewusstsein geben für die politischen Entwicklungen und natürlich unsere ganze historische Perspektive, die trotzkistische Perspektive, die Theorie der permanenten Revolution in die ägyptische Arbeiterklasse tragen und auf der Grundlage Klarheit schaffen und dabei sind. Natürlich, Ziel muss es sein, eine ägyptische Sektion des internationalen Komitees aufzubauen. Und wenn man, denke ich, die Arbeit in den letzten 2,5 Jahren anschaut und auch die Reaktionen, die wir bekommen aus Ägypten, dann machen wir da eine wichtige Entwicklung. Und ich denke, jetzt ist eine Situation da, wo die Frage immer direkter und notwendiger gestellt wird. Und man hat das auch gemerkt in den letzten Wochen, wo mehr ernsthafte Zuschriften auch direkt aus Ägypten kamen als sonst. Ich will da jetzt konkret nichts dazu sagen. Wir leben alle in der Zeit des NSA und des Überwachungsstaats. Und
will da nicht jetzt konkret Zahlen oder Namen nennen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir eine wachsende Zuschriften und auch Unterstützung bekommen in der arabischen Welt. Wir übersetzen viel auf Arabisch, wir wollen das ausweiten. Ich kann nur alle auffordern, die vielleicht zuhören, die da helfen können, sich direkt bei uns zu melden. Weil das sind wirklich die Aufgaben, die wir jetzt haben. Ich denke, das waren die Fragen, auf die ich eingehen wollte. Vielleicht will Uli noch was ergänzen. Vielen Dank, Genosse Johannes, für diesen großartigen Vortrag und jetzt auch die ausführlichen Antworten auf die Fragen. Nun, bevor wir unsere Online-Veranstaltung zu einem Abschluss bringen und dann vielleicht hier in Berlin, aber auch an anderen Knotenpunkten, wo Genossen zusammensitzen, noch die Diskussion in etwas kleinerem Kreis weiterführen, will ich nochmal ein Wort aufgreifen und auf die erste Frage zurückkommen. Als jemand gefragt hat, welche Auswirkungen werden diese Ereignisse jetzt, die Errichtung von dem Militärputsch, die Errichtung eines brutalen diktatorischen Regimes, welche Auswirkungen hat das auf die Arbeiterklasse, nicht nur in Ägypten, sondern international, wenn man das vergleicht mit den Auswirkungen, die die revolutionäre Bewegung Anfang 2011 hatte, muss man nicht damit rechnen, dass das jetzt quasi die umgekehrte Entwicklung auslöst, nämlich eine Art Ernüchterung und Rückentwicklung. Ich glaube, das wäre sehr oberflächlich, das einfach so formal zu betrachten. Das, was in Ägypten stattgefunden hat in den letzten 2,5 Jahren und was gegenwärtig stattfindet, ist eine außerordentlich wichtige, man kann sagen, strategische Erfahrung, durch die die internationale Arbeiterklasse geht. Nichts ist so wie vor 2,5 Jahren. Zunächst mal ist deutlich geworden, wie stark die Entwicklung der Arbeiterklasse angewachsen ist. Ich fand die Statistik, die Johannes dargestellt hat, sehr beeindruckend. Diese explosionsartige Entwicklung der Streikbewegung, die zeigt, dass sich die Bewegung der Arbeiterklasse speist aus sehr tiefen, objektiven Problemen, mit denen Millionen von Arbeitern tagtäglich konfrontiert sind, und zwar nicht nur in Ägypten und nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit. Dieses Aufbrechen der Arbeiterklasse, der Beginn einer neuen Phase der internationalen Revolution, hat dazu geführt, dass alle politischen Tendenzen gezeigt haben, wo sie in dem kommenden Prozess der Revolution ihren Platz einnehmen. Und das Bedeutsame ist, dass hier sichtbar wurde, dass die Kräfte, die sich als links, sozialistisch, revolutionär, revolutionärsozialistisch und so weiter bezeichnen, dass sie unter den Bedingungen, wo dieses Aufbrechen der Revolution sich entwickelt, mit enormer Geschwindigkeit sich nach rechts orientieren und zu vehementen Verteidigern nicht nur des bürgerlichen Staats, sondern der Militärdiktatur gegen die Arbeiter geworden sind. Das ist eine politische Erfahrung, nicht nur in Ägypten, sondern weltweit. Das ist eine Entwicklung, die weltweit stattfindet. Und ich glaube, das ist etwas, was man sehr genau und sehr intensiv diskutieren müssen. Was ist der Grund dafür? Johannes hat in einer sehr knappen Art sehr gut zusammengefasst die historischen Parallelen, die historischen Bezüge dazu. Er ist eingegangen auf Marx und Engels 1848 hier in Deutschland, hier in Berlin, und hat aufgezeigt, dass bereits damals sichtbar geworden ist,
dass in dem Moment, wo die proletarische Revolution sich entwickelt, wo die Arbeiterklasse eingreift in die gesellschaftliche Entwicklung, diese kleinbürgerlichen Schichten sich mit enormen Geschwindigkeit nach rechts entwickeln und dass von daher eine Partei, die die politische Unabhängigkeit der Arbeiterklasse politisch und programmatisch formuliert, von entscheidender Bedeutung ist. Das ist, was in Ägypten sichtbar geworden ist. Ein elementarer Aufstand ist nicht genug. Begeisterung und Radikalität ist nicht genug. Millionen Arbeiter auf der Welt sehen das. Was notwendig ist, ist politische und programmatische Orientierung und Führung. Und hier wird so deutlich sichtbar, wie wichtig unser eigenes Eingreifen, das Eingreifen der World Socialist Website in den vergangenen Jahren, seitdem die Website existiert, aber speziell in den 2,5 Jahren in unserem Eingreifen in Ägypten ist. Wir sprechen nicht einfach nur allgemein davon, dass eine neue politische Führung aufgebaut werden muss. Dass die Arbeiterklasse ihre eigene unabhängige Führung braucht. Sondern wir haben durch die Analysen auf der World Socialist Website aufgezeigt, dass diese internationale Führung besteht in dem Kader, der an der World Socialist Website arbeitet. Diese Klassendifferenzierung und politische Differenzierung, die dort stattgefunden hat, war zwar ein objektiver Prozess, aber es gab keine andere politische Organisation außer der unseren, die diesen Prozess bewusst gemacht hat, die das aufgedeckt hat und die ein Programm dagegen entwickelt hat. Und ich glaube, das ist enorm bedeutsam. Was hier sichtbar geworden ist, ist die enorme Stärke, die unsere Partei hat. Dass sie nicht nur in der Lage ist, diese komplexen Entwicklungen im Nahen Osten, in Ägypten, zu verstehen, zu analysieren, sondern dass sie eine politische Perspektive hat für die Arbeiterklasse, als unabhängige gesellschaftliche Kraft in die Offensive zu gehen. Und ich denke, das ist von großer Bedeutung. Ich will nicht wiederholen, was Johannes bereits gesagt hat. Das hat für unseren Wahlkampf hier, für die unser Eingreifen in die politische Situation hier in Deutschland, hier in Berlin, sehr große und unmittelbare Auswirkungen und Bedeutung. Weil ich denke, was sichtbar geworden ist, dass der Aufbau der Partei vor allen Dingen bedeutet, die politisch-theoretische Auseinandersetzung mit diesen sogenannten Linken, der Linkspartei und ihrem ganzen pseudolinken Anhang zu intensivieren, zu verschärfen und sehr stark zu entwickeln. Und ich glaube, in dem Maße, in dem wir das tun, werden wir sehr starken Zuspruch finden. Ich denke, das, was heute stattgefunden hat, ist von daher ein sehr wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer Arbeit. Denn wir haben nicht nur eine internationale Perspektive vertreten, sondern wir haben begonnen, als internationale Partei sozusagen in Echtzeit die Diskussion darüber zu entwickeln. Und ich denke, das ist bedeutsam, dass wir eine solche internationale Perspektive vertreten und eine solche internationale Partei aufbauen. Das ist die große Stärke unserer Partei. Das ist auch die große Anziehungskraft, die unsere Partei auf die Arbeiterklasse in den kommenden Kämpfen ausübt. Von dem Standpunkt der Genossen möchte ich mich nochmal bedanken bei unserem Referenten, Genossen Johannes Stern. Es war ein sehr wichtiger und sehr informativer Nachmittag heute. Ich möchte mich auch bedanken bei unseren internationalen Freunden, Gästen, Zuhörern und Diskussionsteilnehmern oder Fragenstellern. Und ich möchte vorschlagen, dass überall dort, wo Genossen zusammensitzen, Fragen weiter diskutiert werden. Wir sind ja nicht aus der Welt. Man kann uns auch über E-Mail und über alle anderen Kommunikationsmöglichkeiten erreichen, sodass wir sowohl den Vortrag als auch die Antwort auf die Fragen noch weiter diskutieren können. Vielen Dank, und damit wollen wir die Online-Veranstaltung beenden und beginnen, im kleinen Kreis darüber zu diskutieren. Ich möchte vielleicht eins noch anschließen, bevor wir jetzt alle abschalten. Wir werden jetzt hier auf der Veranstaltung in Berlin, bevor wir alle wieder nach Hause gehen, noch eine Sammlung durchführen. Und ich möchte alle Genossen, die an anderen Knotenpunkten zusammensitzen, bitten, dasselbe zu tun. Nämlich darüber zu diskutieren, dass unser Wahlkampf Geld kostet,
dass wir, wie jeder weiß, natürlich keine Finanziers im Hintergrund haben. Wir werden nicht so, nicht so finanziert mit wie viel? 25 Millionen, die in Ägypten des Pierce Tamarit zur Verfügung gestellt wurde. Nein, Genossen, wir sind sehr stolz darauf, dass wir wirklich unabhängig sind, dass wir wirklich unsere Politik von unabhängig von irgendwelchen finanziellen Mitteln gestalten. Aber das bedeutet auch, dass wir Spenden sammeln müssen, sowohl heute auf der Veranstaltung als auch in den nächsten Tagen und Wochen sehr intensiv in der Diskussion über unsere Politik und unser Programm. Und alle, die das hören, über Deutschland hinaus möchte ich nur sagen, wir haben in diesem Wahlkampf noch viel vor. Wir brauchen jeden Pfennig Unterstützung. Wer dazu beitragen kann, soll das unbedingt tun. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir einige Überweisungen bekommen. Applaus